Schloss ist lebendig. Wer ist da? Möchtest du deines Vaters Platz einnehmen? Komm ins Licht. Zeig mir das Mädchen. Seht sie euch an. Was, wenn sie die eine ist? Die eine, die den Bann bricht. Hallo! Du kannst sprechen. Selbstverständlich kann er sprechen. Hallo, schön, dich kennenzulernen. Der Herr ist gar nicht so übel, wenn man ihn erst mal kennt. Ich sage, wir töten das Biest! Denk an deinen allersehnlichsten Wunsch. Sieh ihn nun vor deinem inneren Auge und spür ihn in deinem Herzen. Nein! Hab keine Angst. Ich habe keine Angst. Die Schöne und das Biest. Oh, Will. Ich kannte ein Mädchen wie dich, das ihrer Zeit so voraus war. Das ist ein kleines Dorf. Du bist das Prachtvollste, was mir je begegnet ist. Niemand verdient dich. Und ebenso kleingeistig. Aber klein bedeutet auch sicher. Hier. Dein Vater ist ein Dieb. Komm ins Licht. Und ich werde entkommen, versprochen. Nein! Sieh nur, ein schönes Mädchen. Wer hat das gesagt? Hallo? Sie können reden. Aber natürlich, er tut nichts anderes. Es ist entzückend, deine Bekanntschaft zu machen. Soll ich dir einen Trick zeigen? Das ist, wenn das letzte Blütenblatt fällt. Dann bleibt der Herr ein Biest für alle Zeit. Und wir werden zu rasch. Was hast du angestellt? Nichts. Verschwinde hier! Ich brauche deine Hilfe. Du musst aufstehen. Seht sie euch an. Was, wenn sie die eine ist? Die eine, die den Bann bricht. Hast du wirklich jedes dieser Bücher gelesen? Naja, ein paar sind auf Griechisch. Die Schöne und das Biest. Die Schöne und das Biest habe ich schon als Vierjährige geliebt. Ich habe den Film als Kind 100-mal gesehen und seit ich selber Kinder habe, wahrscheinlich 1000-mal. Es war für mich der perfekte Film. Und da stellt sich die Frage, warum braucht er ein Remake? Es war eine tolle Möglichkeit, die Geschichte als Realfilm neu zu erzählen und Belle nach 25 Jahren nochmal als moderne Heldin auf die Leinwand zu bringen. Wenn man etwas so sehr liebt, möchte man ihm auch gerecht werden. Das sind natürlich große Fußstapfen, in die wir da treten. Wer ist da? Komm ins Licht! Wir haben das beste Team, das man sich wünschen kann. Jeder Einzelne trägt dazu bei, dass der Film so fantastisch wird. Hallo? Sie können reden. Ich bin hier nur von den tollsten Schauspielern umgeben. Es gibt so viele Charaktere mit Kultstatus. Alle haben sich enorm ins Zeug gelegt, damit ein magisches, unvergessliches Filmerlebnis entsteht. Schön, dich kennenzulernen. Ich war schon bei einigen aufwendigen Drehs dabei, aber dieser hier war unglaublich. Zeig mir das Mädchen.
Die Musik ist was ganz Besonderes. Was, wenn sie die eine ist, die den Bann bricht? Die Songs nehmen einen mit auf eine emotionale Reise. Denk an deinen allersehnlichsten Wunsch. Die Story und der Soundtrack reißen wirklich jeden mit. Sieh ihn nun vor deinem inneren Auge und spür ihn in deinem Herzen. Da werden Erinnerungen an das bezaubernde Original wach. Aber der Film geht mehr ins Detail und ist tiefgründiger. Diese Version von Die Schöne und das Biest wird eine ganze Generation auf wundervolle Weise prägen. Die Schöne und das Biest. Wer ist schick wie Gaston? Wer ist flink wie Gaston? Wessen Hals ist so unglaublich dick wie Gaston? Hier ist kein Mann so überaus männlich. Redlich, solid, tadellos. Frag nur nach und man sagt dir, den kenn ich. Und sein Kumpel zu sein, finde ich ganz famos. Wer spielt? Was wie Gaston? Nicht ein Herz wie Gaston. Wer ist mehr als ein Muskelberg, so wie Gaston? Ach, ich Prachtexemplar, ich bin furchterregend. Da ist der Bäcker wie an jedem Morgen mit seinen Broten hier zu stellen. Alle hier sind wundersam, weil ich damals hierher kam in die Stadt am Ende der Welt. Guten Morgen, Ben. Guten Morgen, Monsieur Jean. Haben Sie wieder was verloren? Ich glaube, das habe ich. Das Problem ist, ich weiß nicht mehr was. Es wird mir schon wieder einfallen. Wo gehst du denn hin? Ich gebe Père Robert ein Buch zurück. Es handelt von zwei Liebenden in Verona. Klingt öde. Seht sie euch an, die Kleine ist doch seltsam. Verwirrt, zerstreut und ganz speziell. Lässt sich hier auf niemand ein und steckt voll Phantasterei. Keine Frage, sie ist tot.